An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wunderschönen guten Morgen. Wünsche ich euch zum nächsten Best-of. Es hat lange mal gedauert, aber EA hat endlich mal was rausgebracht, was wir noch nie gesehen haben. Und zwar ein iPhone 4 95 Plus Shapeshifter Pick. Ich bin ganz ehrlich zu euch, der Kostenpunkt liegt bei 174k. Um da Plus zu machen, ist natürlich schwierig. Aber nichtsdestotrotz sehen die Picks schon relativ cool aus. Und zum jetzigen Zeitpunkt, Mitte August, kann man auch einfach sagen, hey, ich gebe einfach mal die Coins aus. Ich gamble einfach mal und hoffe auf was Gutes. Im Endeffekt hast du ja mit den 5x85 Plus, mit den 10x85 Plus an und jede Menge Möglichkeiten, die ganze Sache zu ercraften. Schreibt mir gerne die Kommentare, habt ihr ihn gemacht? Zweimal ist er wiederholbar. Was habt ihr daraus gezogen? Meines seht ihr dann natürlich am Freitag mit allen Gambler-SBCs. Und lasst sehr gerne Liebe da. Mit einem Daumen nach oben, sehr gerne auch mit einem kostenlosen Abonnement, vor allem wenn ihr es feiert, dass wir weiterhin FIFA 22 durchziehen, so wie es auch sein muss. Liebe geht raus, viel Spaß beim Video. Let's go. Okay, Boys and Girls, wir starten rein mit dem nächsten Pick, der mal rausgekommen ist. Es ist mal wieder ein Best-of von euch, denn in den letzten Tagen gab es ja nicht so viel, was man halt öffnen konnte. Aber der 95 Plus Shapeshifter-Pick ist draußen. 174k kostet 86er und 88er Team müsst ihr benutzen. Mit zwei SBCs mit 10x85 Plus ist das natürlich easy zu ercraften. Wir gehen einfach mal rein in die ganze Sache. Komm es auf der 1, das ist die große Frage. Sehen wir hier die 99er-Karten, die 98er-Karten? Das nicht, oh mein Gott. Das ist ein geisteskranker Start. Wir müssen darüber reden. Also, zumindest wir wissen, Hazard war mal viel wert. Ramos kostet 154k. Ne, damit ihr da schon mal so ein bisschen habt, wie viel was kostet. Grealish liegt halt bei 31k. Hazard liegt bei 64k. Und Cole liegt auch bei 30k. Ne? Aber mit Ramos bist du bei einem Spieler von wenigen, glaube ich, wo du echt Plus machst. Oder so... Sagen wir mal so, eher so fast plus minus null. Und das ist okay. Ja, der Gamble ist natürlich bei dieser SBC jetzt immer da. Dadurch, dass du halt easier craften kannst, bezahlst du eigentlich auch nie diese 174.000 Münzen. Du nimmst halt das mit, auf was du Bock hast. Wenn ihr Bock auf die SBC habt, macht sie. Guckt nicht auf den Preis, habt einfach Spaß. Und dann Abfahrt ist angesagt. Aber GG zu Ramos. Geiler, geiler Pull, muss ich sagen. Nummer 2. Gönne. Ah, Cordoba ist halt der teuerste. Den hast du halt schon. Cordoba teuerster mit 58k. Dickes F, was den Preis angeht von den Spielern. Aber spielbar sind es natürlich alle aus. Ja. Ich sag's so, wie es ist. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt. Eine SBC, Gamble-SBC. Einfach um den Verein aufzufüllen, um den mal Untrade zu spielen oder überhaupt mal zu spielen. Warum nicht? Ja, ist aber natürlich, ich glaube, die meisten Picks, die wir hier sehen werden, werden Fs werden. Außer ihr zieht halt die richtig kranken Spieler. Wie in Rashford, wie die 99er-Karten oder sowas. Wir gehen über zum dritten. Sehen wir jetzt erstmal die richtig kranken Spieler. Oh, ein Werner. Ich glaube, Werner ist sogar echt nice, weil ich glaube, Werner ist eine Karte, die du nicht ziehen kannst aktuell. Der liegt aktuell bei 240k extinct. Das ist super, mein Lieber. Unser erster Win. Und er ist super spielbar. Grüße gehen raus an Timo Abi. Maschine, schön, dass du wieder in Sachsen bist. Rein da. Ey, Werner soll angeblich doch nicht extinct sein. Footbin hat eine falsche Anzeige. Gehen wir weiter mit Pack Nummer 4 und das nehmen wir wieder Werner. Sehr cool. Also wenn ich den bekommen würde, ich würde ihn mit Kusshand nehmen. Hazard, wie gesagt, kostet ja nicht viel. Er entscheidet sich für Adama Traoré. Nein, er nimmt doch Werner. Werner nimmt er mit. Ist doch in Ordnung. Also bis jetzt bin ich absolut fein mit dem Pick sogar. Komm schon, wir gehen rein. Nächster Pick. Übrigens, Werner kostet insgesamt... Oh, weil wäre das nice. Werner kostet übrigens so 75k. Footbin hat hier einen kompletten Fehler gemacht, was das angeht. Aber weil wäre ist ein geiler Pull, 118k. Da bist du auf jeden Fall näher dran, weniger Minus als mit Werner oder den anderen Spielern. Hype. So, Männer, so, jetzt sehen wir die erste 98er oder 99er Karte. Boah, Ramos, Cordoba, Aubameyang, Davis. Ramos wäre halt ein geiler Pick gewesen. So musst du dich wahrscheinlich entweder ja, für Cordoba oder Aubameyang entscheiden. Ne? Ja, hartes Ding, muss man wirklich sagen. Aber er entscheidet sich für Cordoba. Ich muss aber allgemein sagen, die Picks sehen schon cool aus mit den ganzen Spielern, die man ziehen kann. Da bin ich ehrlich. Auch wenn man vielleicht nur Minus macht, ich finde sie trotzdem echt cool. Was kommt raus? Oh, 98, 98, 97, 96. Ist das hart. Wir sehen zwei 98er-Karten. Und du hast einfach beide schon. Was für ein kranker Pick, auch vom Rating her. Geisteskrank, ne? Ja, du kannst halt nur Hazard nehmen. Aber Hazard spielt sich halt echt sehr, sehr geil. Ne? Auch wenn er nur 64k kostet. Sehr geil. GG. Kranker Pick. Kranker Pick. Ich hätte den Pick auch sehr gerne mit Kusshand genommen. Das sehe ich genauso. Im jetzigen Zeitpunkt soll man Spaß haben. Scheiß auf Lose oder Win. Sehe ich genauso. Hauptsache mal ein bisschen coole Picks ziehen, die jetzt nicht so teuer sind. 150k. Oh, Walker. Nice. Deswegen, da bin ich komplett bei dir. Aber Walker ist halt ein Weltklasse-Pick, ne?
331k, damit der Beste, den du hier ziehen kannst. GG an dich. Sehr, sehr geil. Let's go. So, neunter Pick. Endlich, dass mal auf der 1 da kommen ist. Aber das ist natürlich Schmutz, ne? Jeder einzelne Spieler keine 50k wert. Ist halt wirklich belastend. Aber Sané statt Gomez, ja. Das ist natürlich so ein Pick, wo man sagt, vom Wert her, der Spieler, die du drin hattest, ist natürlich bodenlos. Komm schon, Pick Nummer 10. Oh, Valverde und Hazard. Die Frage ist, wen nimmst du? Beide kosten jetzt, Valverde ist halt doppelt so viel wert wie Hazard. Die Frage ist halt, brauchst du eher offensiv oder brauchst du eher defensiv, ne? Aber not bad. Der Pick ist schon cool. Der Pick ist schon nicht schlecht. Ich würde mich wahrscheinlich trotzdem für Valverde entscheiden. Weil er einfach teurer ist. Ja, okay, er nimmt aber Hazard. Zum Beispiel 99er Modest Inception, genau. So, Pick Nummer 11. Abedi, Pele, Werner und Hazard. Ich finde, dass Werner so gut so oft kommt, ganz cool, weil den brauche ich nämlich auf der RTG und auf dem Main. Er nimmt Abedi, Pele wahrscheinlich auch einfach. Entweder er hat ihn tradable, noch im Verein, oder er packt halt als SPC von einfach den nächsten SPC. Why not? Ah, kein Problem, der Mann. Gar kein Problem, wir haben noch Zeit. Nächster Pick, komm mal, gehen wir rein. Ramos. Oh, Son. Son ist eigentlich auch so ein cooler Pick, ne? Son wäre halt bei 344k sogar noch gewesen. Aber Ramos ist trotzdem grundsolide. Let's go. So, machen wir weiter. Nächster Pick, komm, gönne. Gomez, Cordoba, Werner. Timo Abi. Ja. Also, machst Minus mit dem Pack oder mit dem Pick, klar. Aber, ja, such dir das raus. Sind zwei coole Karten. Ich wäre für Werner, weil Werner sieht man meiner Meinung nach nicht so oft. Cordoba sieht man meiner Meinung nach öfters. Und ja. Einer fragt, ob sich die Picks gerade lohnen, aber was will man noch groß erwarten? Ne? Bei den Picks sowieso. Ja, habt Spaß, nehmt das mit. Gambelt ein bisschen und dann habt ihr vielleicht Glück und er zieht halt einfach Rashford, was halt insane Pull ist. Ne? Ich glaube, es ist halt Top 3, Top 5 oder so teuersten Karten. 220k kostet selbst ein 97er Rashford noch. Das ist halt nicht mehr viel. Deswegen habt Spaß an der ganzen Sache, haut eure Coins da rein. Fertig, aus und los. Wir haben hier drei Shapeshifter-Picks. 1, 2, 4, 93 plus, 94 plus und 95 plus. Wir nehmen einfach alle drei mit ins Best-of rein. Und guck mal, welcher könnte am meisten. Starten wir erstmal rein mit dem guten alten Corona. Aidara, sein Tschüss. Ah, nicht so nice. Machen wir mit Pick Nummer 2 weiter. Jetzt 94 plus. Nehmen wir einen über 98, ist die große Frage. Aubameyang, Robertson, Cole. Ja. Cole, wenn du, hast du noch nicht, why not? Kannst du auf jeden Fall mal mitnehmen, auch wenn er nicht so viel kostet. Und 95 plus, komm. Zeig uns was. Komm. Ramos, Hazard. Geile Karten. Ist okay. Na, Gamble ist okay, nimmt mal einfach mit. Und egal, ob Win oder Lose, habt Spaß mit den Karten. Das ist auch das Wichtigste. Er nimmt sich zum Beispiel ein Teil mit, why not? Das war wirklich krank. So, come on, gönne jetzt. 98er. Oh, er hat Rashford schon. Das ist belastend. Das ist belastend. Das wäre jetzt sonst wieder ein Win gewesen, ne? Ach, come on. Das ist hart. Das ist hart, mein Lieber. Schade, schade, Marmelade. Mein Lieber, ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Der Mann hat zwei Stück gemacht. Wir starten rein mit Creedy Davis und Hazard. Ja, okay. Wen haben wir noch? Gönne. Er nimmt als allererstes Hazard. Hoffentlich war es kein Fehler und es wird jetzt nur Hazard. Jetzt kommt doch mal Hazard, das wäre blöd. Als Bester. Komm schon, Nummer 2. Gamefrag, komm. Gönne. 98, ja, er hat ihn schon. Oh Mann. Cole und Werner noch mit dabei. Ah, oh, das tut weh. Das tut weh. Auch er hat 2 gemacht. Oh, wir sehen ihn, Chat. 99er Messi. Jetzt gegen ihn, mein Schöner. Let's go. Wenn du jetzt noch 99er Ronaldo ziehst. Come on. Es wäre so grandios. Naja, aber Valverde noch? Oder Werner? Einen von beiden oder sowas? Geil. Weltklasse-Picks. Dickes GG hat dich, mein Lieber. Zum 99er. Der Erste. Rainer. Abedi-Pudel-Duplikat ist halt echt belastend. So. Der Mann hat auch 3 Picks für uns. Come on. 93, 94, 95er Pick. Wir starten rein mit David Silva wahrscheinlich. Ja. 93er, David Silva. Das sind ja die Picks aus dem Cup, ne? Das dürfen wir halt nicht vergessen. Komm schon. Was ist dahinter? Nummer 2, 94 plus. Rainer, sieh das. Ha, schwierig. Schwierig. Jetzt kommt der aus SPC rausgekommen ist. Jetzt kommt er. 1,04, 95 plus. Ich gönne dir, Shoshi. Gönne. Messi haben wir.
Ginola und Ronaldo fehlen uns noch. Ja, gut, du kannst halt. Ja, scheiße, ey. Schoschi, da wird's aber geisteskrank gebrochen. Der Mann hat noch 2800 Coins. Den müssen wir gönnen, Chat. Den müssen wir gönnen. Ja, Sergio Ramos. Ist ein super Pull, mein Lieber. Und er hat den Berner. Ist auch ein super Pull. Magischen Smexy-Finger. Zum allerersten Mal. Sie kommen zum Einsatz. Oh. Was, Team? Jetzt wird's hart. Di Natale oder Walker. Beides geile Spieler. Di Natale 200k, Walker 330k. Also echt nice. Such dir raus, wen du haben willst. Walker, Di Natale, echt hart. Aber die magische Smexy-Finger-Chat haben geregelt. Haben geregelt. So sieht's nämlich aus. Entscheidet sich für Di Natale. Ja, why not? Weiter geht die wilde Fahrt. Wir machen, keine Ahnung, wie viel wir jetzt sind, bei 25, 26, irgendwie sowas in der Art. Ich kann es euch gar nicht so wirklich sagen. Ein Messi haben wir. Ginola und der gute alte Ronaldo. Der fehlt uns. Die fehlen uns noch. Komm. Werner ist immer sehr, sehr oft. Bin gespannt, was ich bei uns und bei mir in meinen beiden Accounts ziehen werde, weil die will ich auf jeden Fall machen. Aber Werner, wenn man das so mal vergleicht mit den 94 plus Picks, da hast du den Gefühl halt nie bekommen. Deswegen umso schön, dass du jetzt öfters kriegst. So, weiter geht die wilde Fahrt. Rein da und zwei der Ronaldo noch. Ja, gut, mit dem Valverde kannst du aber trotzdem zufrieden sein. Oder nimmst halt da mal. Such dir einen raus, den du am meisten, auf den du am meisten Bock hast. Such dir raus. Im Endeffekt machst du bei jedem eh Verlust vom Preis her. Deswegen ist es eigentlich völlig egal. Deswegen such dir einfach einen raus. Das geht auf jeden Fall fit. Komm schon. Jetzt aber. Di Natale. Ja. 200k. Nimmst du mit. Ein super Pull. Ohne Scheiß. Super, super Pull, Chichi. Sehr, sehr gut. Komm. Ja, wieder ein Hazard und Córdoba. Immerhin, er nimmt direkt Córdoba. Das ging aber unfassbar schnell. Córdoba am Start und los. Gut, gehen wir rein. Komm schon. Magisches Maxi-Finger. Gib mir einen Ronaldo oder Ginola. Einen von beiden. Ah, Madison, Grealish, Adama und Spinazzola. Alles vier Karten, die unter 70k kosten. Ne? Das ist halt belastend. Das tut weh. Magisches Maxi-Finger. Sie sind doch mal da. Back to back, die Natale kennen wir. Let's go. Dickes GG. Ja, die magischen Smexy-Finger können dann doch wieder ganz gut. Ich sag's so, wie es ist. Den kennen wir. Wieder die magischen Smexy-Finger. Komm, die Natale auf der 1. Ah, Gomez auf der 1. Ja, wie Sasa, aber weiß ich nicht. Die magischen Smexy-Finger haben gerade auf jeden Fall nicht so gekönnt. Ja. Da müssen wir auch mal an uns selber arbeiten. Schwach. Flip-Ticks, hau was raus. Hau was raus. Rashford ist okay. Flip-Ticks, damit bist du fein. Rashford ist big. Den muss ich auch unbedingt dieses Jahr eigentlich noch mal spielen, ne? Bodenlos, dass ich ihn noch nicht gespielt habe. So, Boys and Girls, wir gehen rein in den letzten Pick. Im Endeffekt bin ich ganz ehrlich zu euch. Wir haben den Messi gesehen. Leider kein Ginola und kein Ronaldo. Können sich noch ändern. Ändert sich leider nicht mehr, aber sind wir mal ganz ehrlich. Es ist jetzt mittlerweile Mitte August. Jetzt heißt es, SBCs mit dem Spaß haben. Ein paar Spiele austesten. Scheißegal, ob man hier Win oder Lose macht. Hauptsache, ihr habt Spaß an dem Spiel. Ihr könnt ein bisschen gamen. Vielleicht habt ihr auch Glück. Lasst sehr gerne mich wissen, was ihr gezogen habt. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Sehr gerne auch ein kostenloses Abonnement. Ich bin damit raus. Macht's gut, haut rein. Und ciao, ciao. Kuss, kuss.